Leute, ey. Ich kann euch nicht sagen, wie lange ich geschlafen habe. Ich glaube, ich habe... Bruder, ich habe geschlafen wie ein Stein. Und ich habe geträumt, Leute, dass ich in irgendeinem Haus gefangen bin. Und dann wurde ich... warte mal, warum? Warum sieht das genau aus wie in meinem Traum, Leute? Ich könnte schwören, ich habe von so einem Haus geträumt und ich wurde da eingesperrt. Für so, weiß ich nicht, für so 30 Tage und ich durfte nicht schlafen. Ich musste die ganze Zeit wach bleiben und am Ende bin ich gestorben. Weil ich nicht geschlafen habe. Und ich weiß nicht warum, aber das sieht genauso aus wie in meinem Traum, Leute. Also, vielleicht bin ich immer noch am Träumen. Schreibt mal in die Kommentare, ob das echt ist, Leute. Oder lasst mal einen Daumen nach oben da und abonniert, wenn das hier gerade echt ist. Also, wenn ihr das Video seht und es echt ist, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich meine, ich kann mich umgucken, ich kann laufen. Ich fühle meine Beine, meine Arme. Okay, lasst mich ganz kurz umschauen. Mein Ziel ist es, mit Mama zu sprechen. Ich habe eine Aufgabe und die müssen wir erfüllen. Deswegen, ich gehe mal ganz kurz nach unten, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich auch ein bisschen komisch irgendwie. Aber schaut da, da ist meine Mama. Hallo. Warum sieht meine Mama so komisch aus? Mama? Kannst du mir sagen, was los ist? Was? Meine Mama macht sich Sorgen um meinen Vater. Okay, Leute, mit meinem Vater stimmt was nicht. Er trinkt die ganze Zeit diese Cola. Oh, vielleicht sollte mein Vater nicht so viel Cola trinken, Leute. Wir sollen mit unserem Vater sprechen und fragen, was mit ihm los ist. Das ist unsere Aufgabe. Okay, Mama, ich frag meinem Vater, was los ist. Hey, Leute, ich weiß nicht, aber die sehen beide ein bisschen komisch aus. Also, keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber ich rede kurz mit meinem Vater. Fadi, ich will dich hier echt nicht stören beim Fernsehen gucken, aber du solltest aufhören, diese Cola zu trinken. Was? Wir müssen ein Gespräch führen. Es ist sehr ernst. Was habe ich getan? Ich brauche dich, um mir mehr Bloxy-Cola zu besorgen. Nein, Vater, diese Bloxy-Cola ist nicht gut für dich. Hör auf, das zu trinken. Was? Ich habe nur noch eine letzte Dose. Ich glaube nicht, dass ich länger warten kann. Vater, du bist süchtig davon. Du solltest damit aufhören. Was? Er sagt, wir sollen in den Laden gehen, um neue Bloxy-Colas zu kaufen. Oh Mann, ja okay, Vater. Immerhin bist du mein Vater. Ich muss das machen, was du mir sagst, aber ich hab dir gesagt, so viel Cola ist nicht gut für dich. Okay, Mutter, ich gehe ganz kurz Cola kaufen für unseren Vater. Ey, Leute, ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin so müde die ganze Zeit. Ich würde am liebsten schlafen, aber ich kann nicht schlafen gehen, weil ich jetzt Cola holen muss. Ey, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geschlafen habe. Ich bin schon ganz müde. Gib mal her die Cola hier. So. Sir, ich will bitte einmal eine Bloxy-Cola kaufen. Hinter dir? Er hat sie hinter sich. Okay, ich nehme die mal. Dankeschön. Okay, ich gehe dann mal. Ich bezahle später. Okay, Leute, ich habe nicht genug Geld zum Bezahlen. Ich nehme die jetzt einfach schnell mit. Ich meine, das merkt bestimmt keiner, wenn ich so eine Cola klaue. La la la. So, Leute, wir bringen meinem Vater jetzt die Cola und dann gehen wir schlafen. Weil ich sage ehrlich, ich bin echt müde. Okay, Papa, nimm die Cola. So, bitteschön. Oh, ich hab dich vermisst, meine wahre Liebe. Ich hab dich auch vermisst, Vater. Er meint die Cola. Ich hab gedacht, er hat mich gemeint. Okay, hier hast du deine... Die Bloxy-Cola-Götter rufen mich. Leute, ich glaube, ich soll wirklich schlafen gehen. Ich fange schon an zu träumen. Hab ich das... Hab nur ich das gerade gesehen oder ist er gerade durch die Decke geflogen? Und wir dürfen nicht vergessen, Oma zu besuchen. Sie braucht Hilfe. Oh nein, ich bin so müde. Lass mich doch einfach schlafen gehen. Mano. Digga, ich hab, weiß ich nicht, seit wie vielen Tagen nicht geschlafen, Leute. Digga, ich weiß, meine Augen sind schon so rot, Leute. Ich muss schlafen. Aber ich muss die ganze Zeit irgendwelche dummen Aufgaben machen. Aber Leute, für seine Oma muss man sich immer Zeit nehmen. Wir gehen jetzt schnell zur Oma und besuchen die. Oh, komm schon. Besuche das Haus der Oma. Ja, das mache ich jetzt. Hallo, Omi. Ich wollte dich nur ganz kurz besuchen kommen. Ich wollte fragen, wie es dir geht. Danke, dass du vorbeigekommen bist, um zu helfen. Ja, du guckst Fernsehen, aber bei was genau brauchst du Hilfe, Oma? Ein Paket zum Nachbarn bringen. Ja, kann ich, aber ich will schlafen. Die haben versehentlich das Paket zum Nachbar geschickt. Oh, ja, ich verstehe, Oma. Alles gut. Sei vorsichtig, die Nachbarn sind ein bisschen seltsam. Okay, das wird schon. Oma, ich bring dir dein Paket vorbei, aber danach geh ich schlafen. Ich bin so müde, Leute. Sie meinte, die Nachbarn sind ein bisschen komisch. Aber okay, wir können das ruhig vorbeibringen. Hallo, Nachbarn, seid ihr zu Hause? Ich soll ein Paket vorbeibringen. Oder abholen?
Ich glaube, vorbeibringen, Leute. Ups. Schaut mal. Wir haben ein Paket gestern bekommen. Ich glaube, das ist für euch gewesen. Ich wollte es euch nur kurz vorbeibringen. Nicht, dass ihr denkt, dass wir euch beklaut haben. Warum bist du in meinem Haus? Ja, weil ich ein Paket für dich habe. Ja, genau deswegen. Weil ich ein Paket für dich habe. Genau deswegen bin ich hier. Du hättest klopfen können. Ja, das stimmt. Ich hätte klopfen können. Tut mir leid. Das nächste Mal klopfe ich, Herr Nachbar. Und wenn du schon einmal hier bist, warum schaust du nicht mit mir Fernsehen? Ich weiß nicht, Leute. Ich kenne meine Nachbarn nicht so gut. Und meine Mama hat gesagt, wir sollen nichts mit Fremden machen. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Du willst nicht mit Fernsehen? Nee, nicht wirklich. Netter Witz, Kumpel. Nee, war kein Witz. Ich will nicht mitgucken. Du solltest vorsichtig sein, mit wem du Scherze machst. Ich mach keinen Spaß! Ich will nach Hause! Warum gucke ich das jetzt mit? Ich wollte nicht mitgucken. Der hat mich gezwungen, jetzt mit Fernsehen zu gucken. Was gucken wir uns da an, Herr Nachbar? Was ist das? Ich gehe dann einfach mal. Wenn das okay ist. Herr Nachbar? Bis später. Ich glaube, der Strom ist ausgegangen. Das glaube ich auch. Alter, ich weiß nicht, aber ich fühle mich gerade ein bisschen komisch. Warum guckt er mich so an? Ich will nach Hause gehen, bitte. Was? Ich fürchte mich vor einer Sache, Mann. Eine Sache, der Dunkelheit. Ja, die Dunkelheit. Ich mag die Dunkelheit auch nicht. Du musst hinter das Haus gehen, um den Generator für mich zurückzusetzen. Bro, ich sollte doch eigentlich nur meinem Vater helfen. Mein Vater meinte, ich soll meiner Oma helfen. Meine Oma meinte, ich soll dem Nachbar helfen. Und jetzt will der Nachbar, dass ich irgendwie den Strom anschalte. Ich bin müde, lass mich doch einfach schlafen gehen. Ich bitte dich, okay. Das wird aber auch die letzte Aufgabe sein. Denn ich bin müde. Und du bist komisch, Herr Nachbar. Okay, Leute, ich sehe zwar nichts, aber er meinte, wir sollen hinter das Haus gehen, um den Stromgenerator einzuschalten. Ich schlafe gleich ein, ich bin so müde. Ich will doch einfach nur schlafen, Mann. Aber ich glaube, ich habe den Stromgenerator gefunden. Guckt, Leute, Generator zurücksetzen. Oder das dauert gefühlt eine halbe Ewigkeit. Aber ich gehe danach schlafen, weil ich bin müde. So. Digga, das dauert gefühlt 5 Jahre. Komm schon, mach schneller. Und... zack, mit dem Nachbarn sprechen. Ich gehe dem Nachbar jetzt Bescheid sagen, dass das Licht wieder an ist, Leute. Und dann gehen wir ins Bett schlafen, weil ich sage euch ehrlich, ich bin turbomüde. Hallo, Herr Nachbar. Ich habe das Stromgerät wieder angeschalten. Sind Sie zufrieden? Danke, dass du mir geholfen hast. Ich schulde dir. Ja, du schuldest mir definitiv etwas. Kann ich jetzt... Du solltest aber wahrscheinlich nach Hause gehen, um dich auszuruhen. Genau. Genau, das wollte ich sagen. Das sollte ich wirklich tun. Ich fange an mit Weinen, weil ich so müde bin. Wir sehen uns. Tschüss, Herr Nachbar. Oh mein Gott, Leute. Ey, endlich können wir schlafen. Digga, ihr glaubt mir nicht, wie müde ich bin, Bruder. Digga, das kann nicht sein. Ich fühle mich, als hätte ich eine Woche nicht geschlafen, Junge. Eieieiei. Okay, Leute. Ich lege mich jetzt ins Bett. Ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich 2 Tage lang durchschlafen. Ich sag euch, ich habe so lange nicht mehr geschlafen. Oh Mann, Leute. Hey, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ich gehe jetzt schlafen. Ich kann nicht schlafen. Warum kann ich nicht einschlafen? Ich kann nicht einschlafen. Es ist schon wieder früher Morgen und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Weil ich die ganze Zeit... Ich weiß nicht, was in meinem Kopf los ist. Ich glaube, ich bin krank oder so, Leute. Ich gehe zu meiner Mom und sage ihr, dass ich zum Arzt muss. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich werde schon verrückt im Kopf, Leute. Ich bin so müde und ich kann einfach nicht schlafen. Mama, warum siehst du so komisch aus? Sieht so aus, als hätte meine Mama auch nicht geschlafen. Mama, geht's dir gut? Was? Papa ist immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Hä, wie? Ist er Milch holen oder was? Der meint, er geht nur kurz Milch holen. Geh und frag den Ladenbesitzer, ob er seinen Vater gesehen hat. Oh Mann, ich wollte schlafen. Jetzt bin ich wieder hier und muss irgendwelche Aufgaben zu machen. Das beginnt mich zu beunruhigen. Ja, mich auch, weil ich habe seit 5 Wochen nicht geschlafen. Och nö, jetzt regnet es auch noch, Leute. Ich hasse Regen. Okay, wir gehen jetzt ganz kurz zum Ladenbesitzer und gucken, ob der unseren Vater gesehen hat. Hallo, Sir, haben Sie vielleicht unseren Vater gesehen? Also, nicht unseren, mein Vater. Haben Sie den gesehen vielleicht? Der wollte Milch holen gehen. Ich suche nach meinem Vater. Ja, ich habe ihn vor einer längeren Zeit gesehen. Ich denke, er ging zu deinen Großeltern.
Ja, dann gehe ich jetzt zu meinen Großeltern, Bruder. Ich war doch gestern schon beim Ladenbesitzer. Dann war ich bei meiner Oma. Dann war ich beim Nachbarn. Ich sag euch jetzt schon, meine Oma wird mir sagen, ich soll zu Nachbarn gehen. Ich sag's euch jetzt schon. Okay, Omi, weißt du, wo mein Vater ist? Nee? Okay? Vielleicht beim Nachbarn. Ja, ich wusste es. Ich wusste es! Oh Mann, Leute, ich bin so aggressiv. Ich habe so lange nicht geschlafen. Ich bin so müde. Mann, ich kann nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Kacke hier machen muss. Bro, ich habe seit 5 Tagen nicht geschlafen. Such jetzt wieder nach meinem Vater, weil der Milch holen wolle. Herr Nachbar, haben Sie meinen Vater gesehen? Ja? Dein Vater war hier, wirklich? Was? Ich muss ihn aber rauswerfen. Er hat zu viel Bloxy-Cola getrunken. Auch nicht das schon wieder, Leute. Ich sag, mein Vater, der ist süchtig danach. Der trinkt den ganzen Tag Bloxy-Cola. Er spuckte immer wieder Unsinn. Es fing an, mich zu erschrecken. Was? Was meinst du mit, er spuckt Unsinn? Ist er böse geworden? Ich denke, er ist gerade hinten. Ich höre ständig ein Schlagen. Ich muss jetzt wieder hinter das Haus gehen, Leute. Ey, jetzt wiederholt sich alles. Ich habe das doch alles gestern schon gemacht, Bro. Lasst mich doch bitte einfach schlafen gehen. Papi, bist du hier hinten? Was machst du hier? Was macht mein Vater hier? Hallo, Papi? Hallo, was machst du hier? Sag mal, träume ich? Was ist passiert, Vater? Hallo? Wo sind wir? Ey, ich habe so lange nicht geschlafen. Ich fange schon an zu halluzinieren, Leute. Bruder, was passiert hier? Hallo? Fadi? Papa? Hallo? Ich glaube, ich sollte mich langsam schlafen gehen, Leute. Papa? Hallo? Ich schwöre, ich habe ihn gesehen, Leute. Er war doch gerade hier. Hallo, Papa? Bist du hier? Was ist das, Leute? Träum ich? Was ist das? Papa! Oh, Mann, Leute, ich bin so müde. Hab ich geträumt? Vati? Ah, da bist du ja. Ey, ich glaube, ich bin kurz eingeschlafen. Tut mir leid, Vater. Ich war kurz am Träumen. Was ist passiert? Warum bist du hier? Du hast Kopfschmerzen. Warum hast du Kopfschmerzen, ne? Was ist überhaupt passiert? Warum bin ich hier draußen? Ja, das frage ich mich auch, weil du zu viel Bloxy-Cola getrunken hast, du Dummkopf. Ist alles so verschwommen. Ja, ich könnte schwören, mir ist auch gerade was ganz Komisches passiert, Fadi. Wollen wir nicht lieber reingehen oder sowas? Du solltest nach Hause gehen und dich ausruhen. Ja, ich bin echt müde, aber du solltest mitkommen. Du siehst auch nicht gut aus, Vater. Ich hol dich in einer Minute ein. Ja, okay, wenn du das sagst, Fadi. Okay. Mann. Er meinte, wir sollen schlafen gehen. Der hat recht. Ich sag ehrlich, das ganze Wachbleiben macht mich echt verrückt. Also... Was passiert hier? Oh Mann. Ey, Leute, das ganze Wachbleiben macht mich echt verrückt langsam. Ich sage euch ehrlich. Also macht niemals so viele Nächte durch. Das ist nicht gut für euch. Ich sage euch ehrlich. Wenn ihr zu lange wach bleibt, das ist, macht euch verrückt im Kopf. Deswegen, ich gehe jetzt ins Bett schlafen, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Oh, ich bin so müde. Oh Mann, ich kann nicht einschlafen. Ich habe schon wieder nicht geschlafen, Leute. Es ist schon, weiß ich nicht, Tag 3. Und ich habe wieder nicht geschlafen. Ich fühle mich nicht mehr gut, Freunde. Ich weiß nicht. Aber ich gehe gucken, ob Papa zu Hause ist. Der meinte, er kommt mich einholen. Papa? Papa? Bist du noch müde? Hallo? Du siehst auch nicht gut aus, Fati. Was passiert? Meine Bloxy-Cola ist weg. Ja, ich weiß. Aber du brauchst sie nicht. Das ist nicht gut für dich, Vater. Vertrau mir. Geh und hol mir mehr Nein, ich will nicht. Ich bin müde. Ich spüre, wie die Energie aus meinem Körper austritt. Ja, ich fühle genau das Gleiche. Vielleicht soll ich auch anfangen, Bloxy-Cola zu trinken, Leute. Oh Mann, ich bin so müde, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich nicht schlafen kann, Mann. Hallo, Sir. Dein Vater ist krank geworden, wegen des Mangels an Bloxy-Cola. Ja, wer hätte es geahnt? Er ist ziemlich krank. Und ich auch. Ich kann auch nicht schlafen. Vielleicht soll ich auch ein bisschen mehr von dieser Bloxy-Cola trinken. Hä?
Tut mir leid, Mann. Wir haben nicht einmal mehr Bloxy-Cola übrig. Was? Mein Vater wird verrückt ohne Bloxy-Cola. Wir müssen irgendwer Bloxy-Cola bekommen. Wenn du wirklich welche brauchst, vielleicht ist im Müllzimmer eine. Im Abfallraum. Wir werfen manchmal welche weg, wenn sie ablaufen. Okay. Aber sie sollten noch gut sein. Aber passen Sie auf diesen Hobo Larry auf. Wer ist Hobo Larry? Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Er meinte, irgendwie im Abfallraum, Leute, sollen manchmal noch ein paar Bloxy-Colas übrig sein. Ich habe keine Ahnung, wo der Abfallraum ist. Vielleicht hier hinten. Hallo? Bist du Hobo Larry? Sei vorsichtig, in diesem Müll lebt ein Dämon. Digga, Leute, ich glaube, die haben alle zu wenig geschlafen, ich sage euch ehrlich. Gebt mir jetzt hier ein paar Bloxy-Colas. Ich will doch einfach nur schlafen, das ist alles, was ich will. Komm schon! Oh Mann, gib mir ein paar Bloxy-Colas, bitte. Bloxy-Colas, seid ihr hier? What? Was war das denn? Hallo? Bin ich im Mülleimer? Ich suche Bloxy-Colas. Habt ihr das auch gerade gesehen? Was war das, Leute? Habe ich das geträumt? Ich könnte schwören, da war jemand. Bro! Was ist das? Bro. Hallo? Ich suche Bloxy-Colas. Ist hier jemand? Hallo? Bloxy-Cola? Bro, ich such doch einfach nur Bloxy-Colas. Ich schwöre, ich träume das nicht. Da steht jemand! Hallo? Bloxy-Colas? Seid ihr hier? Da ist eine Tür. Ah! Bro, was ist das? Ich habe zu wenig geschlafen! Hallo? Bloxy-Colas? Die Tür ist abgeschlossen. Oh! Hey, ich glaube, wir dürfen uns nicht bewegen, wenn der kommt, Leute. Deswegen müssen wir stehen bleiben und da ist sie. Die heilige Bloxy-Cola. Ja! Ah! Oh mein Gott, was ist das? Gib mir diese Bloxy-Cola jetzt! Oh, ich hab sie! Oh, ich hab die Bloxy-Cola. Ich hab sie. Ich hab die Bloxy-Cola. Ich hab die Hab ich geträumt? Fatih! Ich hab die Bloxy-Cola besorgt. Wo ist die Cola? Digga, Leute! Ich bin so verrückt im Kopf. Ich träume die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen. So im Halbschlaf. Aber ich bin so müde. Ich krieg's nicht hin zu schlafen. Ich weiß nicht warum. Aber warte mal, hört ihr das? Da irgendwas ist hinterm Haus, Leute. Irgendwas macht Geräusche. Was ist das? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bro, wer macht diese Geräusche die ganze Zeit, Leute? Hallo? Was ist das? Mama? Was genau machst du da? Mama, hör auf damit, das ist nicht gut. Das war nicht lustig. Nein, nein, nein. Das war alles aber nicht lustig. Ich fand das absolut nicht lustig. Überhaupt gar nicht. Das war nicht lustig. Und an alle da draußen, falls ihr euch gerade erschrocken habt, es tut mir leid, ich habe mich auch erschrocken. Ich wusste nicht, dass das passiert. Ich hätte euch vorgewarnt, wenn das passiert, wenn ich das hätte gewusst, dass das gerade passiert. Aber ich wusste es nicht, weil ich bin müde. Es tut mir leid. Ich gehe jetzt schlafen. Ich sollte wirklich schlafen gehen, weil ich fange an, ganz komische Sachen hier zu träumen. Puh, Bruder, ey Leute, bleibt nicht wach. Geht immer brav schlafen, glaubt mir. Ihr werdet verrückt, wenn ihr nicht schlafen geht. So, bitte lass mich schlafen jetzt. Bitte, ich bin so müde. Bitte lass mich einfach nur schlafen. Komm schon. Ey, Leute.
Ich weiß, ich sag immer das Gleiche, aber ich habe wieder nicht geschlafen. Es ist sehr übel. Mir geht's nicht mehr gut. Papa? Träume ich einfach nur Leute oder hat der eine Bloxy-Cola als Kopf? Ich weiß nicht, ich vielleicht träume ich es auch einfach. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Hallo, Fati? Ich weiß nicht, ob ich das träume, aber geht's dir gut? Alles, was du weißt, ist Bloxy-Cola. Ja, okay. Bloxy-Cola. Was? Wie ich Cola für dich nicht Bloxys? Fati, ich glaube, du hast das Reden verlernt. Trink nicht so viel von den Bloxy-Colas. Das ist nicht Bloxy-Cola, Cola Bloxy, Yuppie Bloxy, nein. Fati, dir geht's nicht gut. Wir sollten dir ein Gegenmittel besorgen, Leute. Ich glaube, ich gehe zum Ladenbesitzer. Das ist ganz übel. Diese Bloxy-Cola ist verseucht. Wir sollten die abschaffen. Mein Vater dreht durch, Leute. Und ich drehe auch bald durch. Herr Ladenbesitzer, ich brauche ein Gegengift. Mein Vater geht's nicht gut. Kämpfe gegen seltsame Dinge, die in dieser Stadt passieren. Sag mal, seid ihr alle dumm? Von was redet ihr da? Hä, was meinst du? Ich glaube, es ist das Klima. Von was redet ihr alle? Weißt du was? Ich gehe zum Nachbarn. Vielleicht kann der mir helfen, du Blödmann. Ey, Leute, irgendwas stimmt nicht in dieser Stadt. Also, ich weiß nicht, ob das alles einfach nur ein furchtbarer Traum ist, aber ich fühle mich so komisch. Mein Vater geht's nicht gut, er trinkt viel zu viel Bloxy-Cola. Ich kann nicht schlafen. Vielleicht kann mein Nachbar mir helfen. Hä? Träum ich? Hallo? Was ist das? Digga, Leute, ich glaube, ich träume einfach. Was ist das? Hallo? Was für ein Kerl. Hast du meine neue Katze schon gesehen? Ist tolle Katze. Also, ich sehe zwar keine Katze, sondern irgendwas anderes. Vielleicht träume ich einfach nur. Ja, schöne Katze. Sie ist sehr liebenswert. Ja. Miau, miau. Miau. Leute, vielleicht gehe ich einfach zu meiner Oma. Vielleicht kann die mir helfen. Omi? Vielleicht ist sie dir. Ich habe das Gefühl gehabt, Leute. Meine Oma ist die einzige Normale in dieser Stadt, der es noch einigermaßen gut geht. Hallo, Omi? Hast du... Ich muss schlafen. Was sehe ich da? Ey, Leute, ich fange an, ganz komische Sachen zu sehen, weil ich nicht schlafen kann. Seht ihr das auch? Meine Oma hängt an der Decke. Seht ihr das auch oder seht nur ich das? Ich kann einfach schlafen. Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann das wirklich nicht mehr. Leute, ich sehe komische Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Aber ich bin verrückt geworden. Ich muss schlafen, Bro. Ich muss sowas von schlafen gehen. Aber sowas von, Bro. Heilige Kacke. Was ist los mit mir? Okay, ich gehe schlafen. Hoffentlich bis morgen, Leute. Bitte lass mich einschlafen. Ich habe wieder nicht geschlafen, Leute. Ich fühle mich nicht gut. Ich sehe gefühlt gar nichts mehr. Ich sehe nur noch schwarz und weiß. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ich kann nicht schlafen. Bitte helf mir. Ich glaube, ich bin krank oder sowas. Hallo, Fati? Papa? Mama? Seid ihr zu Hause? Bitte helf mir. Ich kann nicht einschlafen. Irgendjemand muss mir noch helfen können. Bitte. Hallo? Hallo? Ich will schlafen, bitte! Leute, ich sehe ganz komische Sachen. Ich sehe Blumen. Seht ihr das auch? Ich war doch gerade noch draußen. Hallo? Ist da jemand? Ist das ein Engel? Hallo? Bitte befrei mich, ich kann nicht einschlafen. Ich habe seit 3 Wochen nicht geschlafen. Bitte befrei mich von meinen Sünden. Ich habe nichts getan. Bitte! Bitte! Hallo? Habt ihr mich befreit? Kann ich jetzt schlafen gehen? Hallo? Bin ich im Himmel? Oder so? Sir? Geht's Ihnen gut?
Die Geister klammern sich noch an diese Welt. Was für Geister? Manchmal muss ich mich daran erinnern, dass ich nicht mehr hier bin. Ich verstehe es doch auch nicht. Ich will gar nicht hier sein. Ich träume das doch alles nur, oder? Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube, ich träume das bestimmt nur, Leute, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aber ich glaube, wir müssen ein paar Geister beschwören. Du wirst all deine Probleme vergessen. Ich verspreche es dir. Okay. Leute, keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. In welcher Zeremonie. Aber die meinen, wenn ich alle Geister befreie, dann darf ich endlich schlafen gehen. Dann mache ich das jetzt. Ich beschwöre Geister. Hauptsache, ich kann schlafen gehen, bitte. Okay. Keine Ahnung, was das für Geister sind. Ich beschwöre sie einfach. Hauptsache, ich kann danach schlafen gehen. Bitte lass mich einfach schlafen gehen. Ich bin so müde. Bitte lass mich schlafen gehen. Bitte, komm schon. Hauptsache, ich kann endlich schlafen gehen, Leute. Bitte. Okay. Ich beschwöre jetzt hier ganz, ganz viele Geister. So. Leute, ich hoffe, ich werde jetzt danach endlich schlafen gehen können. Weil ich weiß nicht, warum ich das machen muss. Aber ich mach's einfach. So. Hier sind die letzten zwei Grabsteine. Einmal hier. Wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Was? Jeder verliert am Ende sich selbst. Ja, ich habe mich auch verloren. Ich weiß auch nicht mehr, wer ich bin und was ich hier eigentlich mache. Wenn du ein Fragment von dir zurücklassen willst, geh zum Grab neben mir. Hä? Wie zurücklassen? Ich will eigentlich einfach nur nach Hause. Grab schaffen. Was? Ich soll jetzt eine Nachricht für meinen Grabstein schreiben? Wie jetzt? Ich wollte noch nicht gehen. Hey, warum soll ich meinen Grabstein schreiben? Hallo, ich wollte nur nicht sterben, bitte. Ich will doch einfach nur nach Hause. Was soll ich da hinschreiben, Leute? Das ist mein Grabstein. Bitte. Abonniert mich. Danke. Macht's gut, Leute.